Hey ho Leute, hier ist mal wieder euer Peacemaker am Start. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute kommen wir, glaube ich, zum neunten Part von Road to Formel 1 2012. Wir befinden uns hier in Ungarn, genauer gesagt in Budapest. Neunter Grand Prix, wenn ich mich richtig erinnere. Ich muss dazu sagen, Qualifying habe ich nicht gesehen, da ich ja beim Abonnententreffen von Isle of Cookies war. War allgemein eigentlich scheiße war. Aber ey, yo. Dann Rennen heute habe ich auch nicht gesehen. War wir Besuch hatten, nur ein bisschen habe ich was gesehen. Ich habe mitbekommen, Perez hatte Qualifying einen Unfall. Mehr habe ich gar nicht mitbekommen. Ich weiß nur, dass Vettel auf 2 war, Hamilton auf 1. 5 war Alonso. Mark Webber, und ich habe mich gedreht, nice. Mark Webber war, glaube ich, 10. Position. Aber sonst kann ich euch gar nicht genau viel sagen. Zum Rennen weiß ich nur, Hamilton ist auf 1 geblieben, Rosberg ausgefallen, Sutil ausgefallen. Wer ist noch ausgefallen? Rosberg anzieht ziemlich erst am Ende, 50. Runde, meine ich. Und ja, aber sonst eigentlich weiß ich gar nichts mehr eigentlich, was da passiert ist. Auf jeden Fall, Vettel wurde Platz 2 dann schlussendlich. Ne, Platz 3. Raikön hätte er noch bekommen können, habe ich noch mitbekommen. Hat ihn ja da alles nicht bekommen. Weiß noch nicht, was da für Fehler waren. Wahrscheinlich hätte der nur eine Stopp-Strategie gemacht, wäre auf Platz 1 gewesen. Aber komme ich nochmal kurz zum Rennen in Deutschland. Da war, glaube ich, ja der Unfall mit dem Typ da in der Boxengasse. Und zwar hat der ja Reifen abbekommen. Es hat Pirelli wieder reagiert. Ich glaube, Reifenwechsel gab es auch wieder. Jetzt durften die in der Box nur 80 Stundenkilometer fahren. Oben hat mehr Sicherheit zu sein. Dann haben die halt eben auch vor 3 Wochen noch diskutiert, ob die Kameraleute auch Helm tragen sollten. Wäre eigentlich gar nicht so schlimm, aber wird wahrscheinlich den auch stören oder so, aber besser. Wie ist den da letztes Mal umgehauen habe, Alter, das war ja nicht mehr feierlich. Das war ja richtig krank, Alter, den hat es ja richtig gewickelt, ey. Weiß nicht, ob sie das gesehen habt. Aber ich fand es doch ganz schön schlimm, wie es den gewickelt hat, ey. Der, Alter, wenn du so ein. Alter, ich drehe mich die ganze Zeit in diese verfickte Kurve, Alter. Was ist da los mit den Vibers? Aber ich bin immer noch 13., 14. Kovoline, wo er ja nicht verfährt. Und ich habe vorhin einen Videotext gelesen, Alonso geht eventuell zu Red Bull, was ich übrigens scheiße finde. Mark Webber schon ziemlich alt, der wird wahrscheinlich, bin mir auch nicht ganz sicher, nicht informiert, wird wahrscheinlich jetzt demnächst aufhören, also Ende der Saison. Genau, aber sein, habe ich halt im Videotext gelesen, dass der aufhören wird, oder nicht, dass halt Alonso eventuell zu kommen wird. War aber auch im Gespräch, glaube ich, von Rosberg. Alter, warum rutsche ich denn die ganze Zeit? Von Rosberg und doch so ein paar Hyopies. 14. Platz, bin ich schon mal sicher. Aber ey, ich bin im Moment in den Gesamtwerten hier eh ziemlich gut. Aber wenn Alonso echt zu Red Bull kommt, ey, finde ich recht scheiße irgendwie, ey. Sonst lieber Sutil oder so holen, ey. Aber kein scheiß Spanier, ey, Alter. Da werden wir ja sehen, wie sich das entwickeln wird. Auf jeden Fall fände ich das irgendwie scheiße, wenn Alonso zu Red Bull gehen würde. Fände ich nicht so prickelnd. Aber schauen wir mal. Das nächste Rennen ist dann, weiß ich gar nicht wo, kann ich wahrscheinlich auch kein Video machen, muss ich entweder vorproduzieren, da ich dann auf The Gamescom bin und ich da eben kein Video machen kann, muss ich gucken, vielleicht werde ich da am Video dann am Montag was machen, weiß ich aber noch nicht ganz genau, ob ich das gemacht werde oder ob ich überhaupt was bringen werde oder keine Ahnung, aber ich denke, ich werde es nachreichen dann, aber ey, was soll's, weil Serie muss weitergeführt werden. Auch wenn ich heute von dem Rennen gar nichts gesehen habe, dachte ich, naja, Video muss ich machen. Abends jetzt 8:45, Sonntagabend. Und ja. Platz 24 ist mir sicher, weil ich mich zweimal in derselben Kurve gedreht habe. Ich glaube, die kommt bis auch gleich wieder. Lewis Hamilton schon im Ziel, so wie es im Rennen war heute. Die hat uns da heute auch ziemlich warm. Einfach, ich wollte doch noch 23. Oh, driften, Alter, wieder dieselbe Kurve, kann das sein? Kann das sein?
Man weiß es nicht, man weiß nicht. Gehen wir noch ein bisschen hier. Alter, muss ich jetzt tanken gehen? Naja, who cares. Platz 24. Noch einmal eine kleine Drehrunde. Die Zuschauer müssen ja auch was sehen. Obwohl ich Zuschauer hier, glaube ich, ausgestellt habe. Welches Rennen noch kurz zu Ende fahren? Ich habe sogar noch 90 Sekunden Zeit. Wusste ich gar nicht. Schleichwerbung mit LG auch mit am Start, ey. Und jetzt kommt der letzte Mark Webber, Sebastian Vettel ins Ziel. Das Rennen ist jetzt am Platz 24 mal wieder. Schnellste Rennung 1,50, richtig schlecht. Klickt mir die Scheiße noch weg, damit man ein bisschen mehr auf Platz 1 ist. Oh, sorry, pardon. Lewis Hamilton, Romain Grosjean, weiß gar nicht, was mit dem heute passiert. Fernando Alonso, Kimi Räikkönen, Pasto Maldonado, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Jenson Button. Ja, geht. Also Leute, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, BV.